Fujitsu Electronics Europe zeigte das winzige Entwicklungssystem ClickBeetle, das sich per Bluetooth Low Energy fernsteuern lässt. Diese Version enthält noch eine Batterie, aber es wird auch an einem System mit Energy Harvester gearbeitet, das ohne auskommt. Die RGB-LED auf dem ClickBeetle lässt sich per App fernsteuern, ein integrierter Intertialsensor per App auslesen. Der Distributor Glünn hat anlässlich der Fußball-WM ein Fußballspiel realisiert, wo sich die rollenden Fußballspieler per PSOC 6 von Cypress über eine App auf einem Tablet per Farbcode steuern lassen. Selbst die Bandenwerbung läuft wie im großen Stadion über Bildschirme am Spielfeldrand. Infineon bietet für das kontaktlose Laden von Elektrogeräten zwei verschiedene Technologien an: induktive und resonante Leistungsübertragung. Bei der resonanten Leistungsübertragung lassen sich größere Abstände zwischen Sender und Empfänger realisieren. Auch aufeinandergelegte Verbraucher können noch Energie aus dem Feld zapfen. ON Semiconductor demonstrierte im Rahmen ihrer IoT-Aktivitäten eine Sensor-to-Cloud-Lösung, bei der die auf einer kleinen Tochterplatine untergebrachten Umgebungssensoren ihre Daten drahtlos in eine IBM IoT-Cloud zur Auswertung übertragen. Interessant ist auch ein Bluetooth-Beacon, der batterielos über einen Energy Harvester betrieben wird. Ein Knopfdruck erzeugt genug Energie für 4 Bluetooth-Telegramme, die der Chip RSL10 absetzt. Der Spezialist für programmierbare Logik, Xilinx, hatte auf der Embedded World eine Reihe von Bildverarbeitungsanwendungen im Gepäck. Zusammen mit dem Partner Xylon wurde ein Fahrerüberwachungssystem entwickelt, das verschiedene Parameter wie Müdigkeit oder Blickrichtung erkennen kann. Für den Einsatz in Fahrerassistenzsystemen waren weitere Demos gedacht, die die Geschwindigkeit und Bewegungsrichtung von Objekten farbkodieren oder per Machine Learning auf neuronalen Netzen Objekte wie Gesichter oder Körper verfolgen und klassifizieren können. ZForce als Partner von STMicroelectronics demonstrierte ein holographisches User Interface, in das man mühelos hineinfassen und auch Schaltflächen ohne Berührung bedienen konnte.